Alles klar. Dann können wir jetzt loslegen. Wo war ich? Also, es ist ein Remake vom beliebtesten Harvest Moon, was es je gab. Und zwar hieß es damals, als es zum ersten Mal rauskam, Harvest Moon Back to Nature. Also zurück zur Natur. Und zwar auf der PlayStation 1 war das. Dann wurde es später nochmal geremaked auf dem Game Boy Advance, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, ob es dann nochmal geremaked wurde. Jedenfalls wird es jetzt nochmal geremaked. Klar, es war ein geiles Harvest Moon. Ich muss aber auch sagen, so Harvest Moon heißt ja heute Story of Seasons. Ich muss aber auch sagen, irgendwann ist genug mit den Remakes, ne? Mach mal hier nebenbei meinen Charakter. Aber wir nehmen natürlich den Standard-Dude, den es auch damals gab. So sah er damals auch aus, nur nicht so kitschig. Zur Grafik werde ich auch gleich noch was sagen. Mit diesem Charakter spielen. Ja! Mit dem Charakter spielen wir. Obwohl, wollen wir den noch ein bisschen dunkler machen, weil er auf der Farm arbeitet? Dann haben wir bestimmt nicht so ein Bleichgesicht. Machen wir einfach Mittel. So. Ja! Name! So, wie heiß ich? Peter. Nee, heiß ich Peter. Heißt der echt Standard Pete? Das hätte ich nicht gewusst. Und wir heißen natürlich Kevino. Ne? Geburtstag. Ja, da es hier halt nicht alle Monate gibt, sondern nur Frühling, Sommer, Herbst und Winter, jeweils mit 30 Tagen, mache ich einfach mal Frühling 24, denn ich habe am 24. März Geburtstag. Bestätigen. Schwierigkeit. Einfacher Modus. Beginne mit einer Menge Gold. Gegenstände lassen sich für etwas mehr Gold verkaufen. Die Zuneigung der Leute lässt sich einfacher steigern. Beginne mit 18 Steckbüben im Feld. Und, oder der normale Modus? Keine der Optionen des einfachen Modus, die das Spiel erleichtern, machen. Eine willkommene Herausforderung. Ja, also wir werden definitiv mit dem normalen Modus starten. Weil ich habe jedes Spiel aus dem Franchise gespielt, wie ich behaupten kann. Oder war da eins, was ich nicht gespielt habe? Ich glaube nicht. Ja, also ich mache hier nicht so ein, ne, normaler Modus. Warum gibt es keinen schweren Modus? Sonst gab es immer einen schweren. So. Gut, dann hätten wir alles. Auswahl bestätigt. Wie gesagt, wir werden noch ein bisschen über die Grafik gleich reden. Und über das Remake. Eines Tages lag ein besonderer Brief in meinem Briefkasten. Er kam von einem Mann, der sich als Bürgermeister einer kleinen Stadt vorstellte. Alter Leute, das ist sogar die Originalmusik von früher auf der PlayStation, ne? Das ist Nostalgie. Nachdem ich den Brief gelesen hatte, habe ich meine Sachen gepackt und mich auf den Weg zum Bahnhof gemacht. Scheint sehr ein überzeugender Brief zu sein. Und eine Fahrkarte nach Mineralstadt gekauft. Der Ort, an dem mein Großvater seine Farm hatte. Sogar originale Story, Alter. Die Musik, Alter, wie geil, genau wie früher, nur schöner gemacht. Und er sieht auch aus wie früher, nur hat er einen längeren Hut. Ja, über die Grafik reden wir gleich noch. Guten Tag! Du bist Kevino, nehme ich an. Ich bin Thomas. Es ist mir eine große Ehre, Mineralstadt als Bürgermeister zu vertreten. Hier ist es. Das ist das Land, das dir dein Großvater hinterlassen hat. Es ist leider schon länger her, dass sich jemand darum gekümmert hat, also ist es ein bisschen verkommen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, die du als Kind hier verbracht hast? Du hast einen Sommer deinen Großvater hier besucht. Er ist wirklich 1:1 die Story von der PlayStation, genau dieselben Worte. Ne? Es tut mir leid, Kevino. Wir mussten unseren Familienurlaub für diesen Sommer absagen. Oh, es kommt bestimmt wie im Alten sogar diese Vorgeschichte kurz, oder? Ich konnte mir nicht dafür freinehmen. Es gibt etwas sehr Wichtiges, das ich auf der Arbeit machen muss. Deshalb kann ich nicht weg.
Es tut mir so leid. Aber du musst dieses Jahr auf eine Urlaubsreise verzichten. Ich habe einfach zu viel zu tun. Ich werde das wieder gut machen, versprochen. Es tut mir wirklich leid, Kevino. Aber bitte, hab Verständnis. Wir machen zwar keinen Familienurlaub, aber wir haben deinen Großvater gefragt, ob du diesen Sommer mit ihm verbringen darfst. Seine Farm ist wundervoll. Sie liegt mitten in der Natur und hat alle möglichen Orte zum Erkunden. Du kannst dich entspannen und spielen, so viel du magst. Wir haben schon deine Tasche gepackt. Du musst jetzt nur noch gehen und Spaß haben. Jawohl. Oh, da bist du ja, Kevin. Erinnerst du dich an mich? Ich bin dein Opa. Es gibt hier in der Pampa nicht viel zu tun. Ah, mein Kreuz. Aber du kannst dich gerne umsehen. Ich werde leider die meiste Zeit mit der Farmarbeit beschäftigt sein, nicht so viel Zeit zum Spielen haben. Es gibt aber ein paar Kinder in deinem Alter in der Stadt. Ich bin sicher, dass sie gerne mit dir spielen werden. Also stell dich ruhig vor. Ich gehe zum Physio. Klar, sind die Bilder sind neu gemacht, aber ist sogar dieselben Bilder so an sich, ne? Schon lustig. Wer ist das? Ach ja, jemand hat gesagt, dass der alte Mann von der Farm am anderen Ende der Straße einen Besucher aus der Stadt hat. Das muss er wohl sein. Ich frage mich, wieso da sonst niemand ist. Bist du immer alleine? Wow! Ich auch. Ich mag diesen Ort sehr gern, deswegen komme ich hier ständig her. Hey, erzähl mir doch was über dich und die Großstadt und so. Wie ist es dort? Naja, da sind viele Obdachlose, viele Drogen, viele Saufen, überall die Kacke rum. Willst du noch mehr wissen? Wenn du nach Hause gehst, grüß deine Eltern lieb von mir und sag ihnen, dass ich dich gerne hier zu Besuch hatte. Das war jetzt wieder der Großvater. Ja, ich rede gern mal wie ein kleines Kind. Oh, gehst du schon? Ich werde dich vermissen. Du wirst eines Tages aber zurückkommen, oder? Und wieder mit mir spielen. Versprich mir, dass du zurückkommst. Und das ist halt immer so das Ding. Man erfährt in dem ganzen Spiel nicht, wer dieses kleine Mädchen hier später als erwachsen ist. Aber irgendeine kann man halt heiraten, ne? Man munkelt halt immer, dass man die richtige bestellt. Das ist schon 20 Jahre her. Wie ich sehe, bist du zu einem verantwortungsbewussten Erwachsenen herangewachsen. Dein Großvater hat diese kleine Farm sehr geliebt, weißt du? Er wäre sicher sehr froh zu wissen, dass du sie geerbt hast. Also, was sagst du? Willst du das Land hier? Willst du dem Ding hier, dem Puff hier, eine Chance geben? Nee, eigentlich nicht, oder? Wir haben keinen Bock mehr. Wir gehen nach Hause. Oh, hi, Luminois. Eigentlich wollten wir gerade abbrechen, ja. Wir wollen die Farm nicht haben, die Scheiße. Guck mal, wie verkommen die ist. Ist überall Unkraut. Ja, okay, komm. Eine Chance geben wir ihr. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Erlaube mir, dich zuerst als neue Bewohner von Mineralstadt willkommen zu heißen. Also dann, da du der neue Besitzer der Farm bist, denkst du nicht, dass ein neuer Name angebracht ist? Aber hallo! Aber hallo, ist hier ein neuer Name angebracht, Leute. Ihr wisst doch welcher. Ist doch wohl klar. Nee, ist jetzt nicht wahr. Das passt nicht hin. Das ist Story of Seas, das neue Harvest Moon. Das ist Nostalgie pur. Das ist ein Remake vom beliebtesten Teil damals auf der PlayStation 1. Eieiei. Warum sieht man die Chatbox nicht im Spiel? Egal. Warum passt denn der Name nicht hin? Kacke. Was nennt man dann? Dann nennen wir es einfach Tummel. Tummelfarm. Komm, Tummelfarm. So. Tummelfarm, hä? Ja, das klingt schön. Also, Gott sei Dank. Eine Farm zu betreiben ist nicht der einfachste Job auf der Welt. Aber wenn du dir Mühe gibst,
machst du deinem Großvater bestimmt stolz. Also, du bist bestimmt müde von deiner Anreise. Wieso ruhst du dich nicht für den Rest des Tages aus? Ich muss jetzt meine Pflichten als Bürgermeister nachkommen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Warum hast du so einen großen Hut auf? Morgen beginnt mein neues Leben als Farmer.